Ja, herzlich willkommen zu unserer letzten Session im Raum 5. Es geht um H5P, eine tolle Technologie, um Lerninhalte aufzubereiten. Bitte um den Vortrag. Danke. Ja, ich begrüße Gleisdorf und eine intensive Eduvi-Nutzerin oder wie wir intern sagen, eine begeisterte Eduvi-Dualistin. Ja, ich habe 5B auch für mich entdeckt, vor allem seitdem die Nutzung mit Hilfe von Eduvi-Dual so dermaßen einfach ist. Und da möchte ich heute ein bisschen was herzeigen. Zu Eduvi-Dual ganz kurz, zu H5P, Entschuldigung. Das ist einfach eine Software, mit der man aktive Inhalte herstellen kann. Es gibt da eine Homepage, die möchte ich jetzt kurz zeigen. Ich teile da jetzt mal meinen Bildschirm. Ich hoffe, den sehen jetzt alle. So, jetzt habe ich Bist da du sehen, der Probleme mit Bildschirm? dem. Ja, ich muss es nochmal stoppen. Teilweise So. ist schon mit dem Ton ein bisschen abgehackt. Vielleicht probieren Ma. wir die Kamera auszuschalten, damit der Ton dann besser läuft. Ja, okay. So, hier mal ganz kurz die Homepage von H5B. Man kann H5B natürlich über die Homepage von H5B verwenden. Allerdings, wenn man da den freien Zugang verwendet, sind die Möglichkeiten sehr, sehr eingeschränkt. Wir haben ja so ein tolles Produkt, nämlich Eduvi Dual, das ja von Robert Schrenk über das ZLM betreut wird. Und auf Eduvi Dual gibt es ein Plugin zu H5B. Und da möchte ich jetzt ein paar Dinge herzeigen. Bei H5B hat man irgendwie so die Qual der Wahl, was nehme ich denn? Und ich habe mich jetzt für eine Aktivität entschieden, wo man andere H5B-Aktivitäten ganz gut einbetten kann. Und bevor ich da jetzt irgendwas mache, möchte ich ein Video herzeigen, was auch ganz gut zeigt, was H5B ist. Ich hoffe, dass Sie das jetzt auch. Na, ich werde das über YouTube her. Na, versuchen wir so. So, jetzt geht's. Okay, jetzt werden Sie sich vielleicht denken, naja, das hätte sie uns eigentlich auch erzählen können. Ich habe dieses Video ganz bewusst gewählt. Mit diesem Video werden wir jetzt nämlich weiterarbeiten. Ich habe mich für die H5B-Aktivität Interactive Video entschieden. Und wie man mit ihr arbeitet, das werden wir uns jetzt anschauen. Wir wissen auf Eduvi-Dual, wenn wir da im Kurs irgendwas machen, müssen wir als allererstes die Schaltfläche bearbeiten, einschalten, betätigen. So, hier ist das Video, das ich Ihnen gezeigt habe. Und das wollen wir jetzt auch verwenden.
Wir legen jetzt, wie auf Eduvirtual üblich, eine Aktivität an, einfach indem wir hier auf das Plus klicken. Und Sie sehen schon, Eduvirtual bietet da sehr viel. Interessant für uns ist jetzt da der interaktive Inhalt mit H5B. Das heißt, wir wählen diese Aktivität einmal aus. Und Sie sind da jetzt in dem Fenster, das den Moodlerinnen oder Eduvidualistinnen eh sehr bekannt ist. Man kann hier eine Beschreibung einfügen. Ehrlich gesagt, ich mache das nie. Das brauche ich einfach nie. Interessant für uns wird hier jetzt der Editor. Ja? Hier haben wir schon H5B. Und jetzt beschränken wir uns einmal auf diesen Button. Wir wollen einen neuen Inhalt erstellen. Wenn Sie sich jetzt das da anschauen, dann sehen Sie schon, hier werden alle, ich ordne sie mal alphabetisch, alle Inhaltstypen, die H5B auf Eduvirtual bietet, aufgelistet. Und Sie sehen, das ist wirklich eine sehr lange Liste. Und wenn man jetzt so gar keine Erfahrung hat mit H5B, kann man sich unter diesen Bezeichnungen auch nicht wirklich viel vorstellen. Deswegen geht man da einfach einmal her und klickt auf Details. Ja? Dann sehen Sie eine kurze Beschreibung. Wenn die nicht ausreicht, dann können Sie sich auch eine Inhaltsdemo anzeigen lassen. Da werden Sie einfach auf die Homepage von H5B weitergeleitet, wo Sie dann... wo Ihnen dann einfach einmal demonstriert wird, was das ist. Bei einigen Aktivitäten findet man dann auch noch, jetzt so wie es ausschaut, gerade auch noch ein Tutorial, wo genau steht, ja, wenn man sich dann entschieden hat, dass man diese benutzt, Entschuldigung. Von wo weg wurde nichts verstanden? Der letzte Satz war nicht mehr verständlich, das war so abgehackt. Okay, bei manchen Aktivitätstypen von H5B gibt es dann bei der Inhaltsdemo auch ein Tutorial, wo Sie Schritt für Schritt weitergeleitet werden. Ja, einfach auf Benutzen klicken und dann kann man die ganze Sache angehen. Ich möchte jetzt aber eine ganz bestimmte Aktivität mit Ihnen durchführen. Und zwar, damit ich schneller beim Suchen bin, gebe ich die da ins Suchfeld ein. Diese Aktivität heißt Interactive Video. Die wähle ich jetzt einmal aus. So, natürlich, wenn man mit einem Video arbeitet, braucht man ein Video. Das heißt, der erste Schritt, den ich machen muss, ich muss einmal eine Videodatei hinzufügen. Das kann ein Video sein, das ich irgendwo gespeichert habe, also ein eigenes Video. Das kann aber auch zum Beispiel ein YouTube-Video sein. Wobei ich verwende immer YouTube-Videos, weil es dann mit dem Speicherplatz leichter geht. Das heißt, ich klicke einfach mal auf das Plus und gebe hier dann die URL ein. Ich verwende jetzt die URL von dem Video, das wir früher angeschaut haben. Die füge ich da jetzt ein. Und dann ist dieses Video schon da drinnen. Man kann hier dann noch Angaben zum Urheberrecht machen. Das lasse ich jetzt aber einmal aus Zeitgründen aus. Den nächsten Schritt, den ich machen muss, ich möchte dieses Video jetzt für meine Schülerinnen und Schüler interaktiv machen. Das heißt, ich gehe hier auf die zweite Registerkarte, ich füge Interaktionen hinzu. Und Sie sehen schon, sobald ich hier auf diese Registerkarte klicke, taucht hier mein Video auf. Was ich jetzt machen muss, ich muss mir jetzt aussuchen, wann ich dieses Video durch gewisse Aktivitäten unterbreche, sozusagen. Ja? Beginnen wir mal mit der einfachsten. Alle Möglichkeiten, die ich habe, die finden Sie da oben in dieser Leiste, in dieser Aktivitätenleiste.
Und wir starten gleich einmal zu Beginn. Wir geben einen Text ein. Wobei, da muss man jetzt korrekterweise dazu sagen, das ist noch nichts Interaktives. Aber ich mache das einfach einmal, damit Sie wissen, wie das Ganze funktioniert. Also ich entscheide mich jetzt einmal für einen Textbaustein, den ich einfügen möchte. Dazu muss ich angeben, wo soll das auftauchen, zu welchem Zeitpunkt. Ich möchte das gleich am Beginn haben und ich muss entscheiden, wie lange dieser Text beim Video erscheinen soll. Ja, ich lasse jetzt einmal so die Voreinstellungen, wie sie sind. Der nächste Schritt ist, möchte ich, dass das Video zu diesem Zeitpunkt stehen bleibt oder möchte ich, dass das einfach weiterläuft? Ich lasse jetzt das Video einfach einmal weiterlaufen, also ich pausiere es nicht, deswegen setze ich hier auch kein Häkchen. Dann entscheide ich mich, möchte ich, dass dieser Text jetzt durch einen Button sichtbar wird oder durch ein Pop-up-Fenster. Witzigerweise, wenn ich arbeite, und es ist egal, mit welchem Browser ich arbeite, wenn ich mit dem Pop-up-Fenster arbeite, tauchen bei mir immer Probleme auf. Kolleginnen und Kollegen haben mir berichtet, bei Ihnen ist es teilweise der Button, der Probleme verursacht. Also das müssen Sie einfach probieren, was bei Ihnen besser funktioniert. Ich muss auch sagen, dass mir persönlich der Button sympathischer ist, weil er dezenter ist im Video. So, jetzt kann ich diesen Button beschriften. Ich mache das einmal, ich beschrifte jetzt diesen Button einfach mit bitte hier draufklicken. Und dann gebe ich einen Text ein, der erscheint, sobald ich auf diesen Button draufklicke. Und da schreibe ich jetzt hinein, in diesem Video erfährst du, was H5P ist. Ja? Gut, und das ist schon der ganze Zauber, wir sind schon fertig. So, ich bin noch in meinem Bearbeitungsmodus. Sie sehen, hier ist der Button, den habe ich beschriftet mit Bitte hier draufklicken. Allerdings, ich bin noch immer im Bearbeitungsmodus. Wenn ich jetzt draufklicke, kann ich gar nichts sehen. Da öffnen sich nur meine Möglichkeiten, wie ich diesen Button noch bearbeiten kann. Wir lassen es einmal so und wir spielen jetzt das Video weiter. So, ich stoppe jetzt wieder. Sie sehen jetzt wahrscheinlich sehr klein hier am Beginn einen winzigen Punkt. Das ist das Zeichen, dass hier eine Aktivität stattfindet. Um das Ganze zu beschleunigen, lasse ich das Video jetzt nicht ablaufen, sondern ich habe mir schon überlegt, wo ich die nächste Aktivität setzen möchte. Die möchte ich beim Zeitpunkt 0 einsetzen. So, da gehe ich mal hin. Ups, so. So. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich eine neue Aktivität für meine Schülerinnen und Schüler einsetzen möchte. Ich kann hier wieder auswählen und ich wähle einmal oben ein Single-Choice-Set aus. Wieder das gleiche Spiel. Ich muss entscheiden, wann startet diese Frage. Da lasse ich die Voreinstellung so, die habe ich ja vorher schon festgelegt. Aber 10 Sekunden muss es nicht bleiben. Es reicht, wenn es 2 Sekunden ist. Ja. Und jetzt möchte ich, dass das Video, sobald diese Frage auftaucht, diese Single-Choice-Frage, soll das Video gestoppt werden. Ja. Ich entscheide mich wieder für den Button. Und dieses Mal beschrifte ich den Button nicht, damit Sie dann sehen, was der Unterschied ist. Beim Namen lasse ich immer das, was ohnehin eingetragen ist. Ja. Und jetzt kommt es. Ich muss ja eine Frage stellen, weil es ist ja eine Single-Choice-Aufgabe. Und die Frage passt zu den Inhalten des Videos. Ich frage, wo ist Tom? Schreiben wir, wo unterrichtet Tom? So. Und jetzt muss ich Antworten eingeben. Beim Single-Choice-Set ist es ganz wichtig, dass die richtige Antwort als erste Antwort eingegeben wird.
Und wer sich erinnern kann, die erste Antwort ist die Sekundarschule in Berlin. Und jetzt kann ich alternative Antworten eingeben, zum Beispiel die BH Oberösterreich, ich kürze das jetzt ab. Ich kann auch eine Antwort hinzufügen, zum Beispiel das BG BRG Gleisdorf. So. Ja, ich füge noch eine Antwort hinzu, nehme BH Heidelberg. Okay, ich könnte dann auch noch eine zweite Frage stellen. Das will ich aber jetzt gar nicht, sondern ich will das ja ganz kurz halten. Ich möchte nur schauen, ob meine Schülerinnen und Schüler aufgepasst haben. Das heißt, diese Frage, die lösche ich jetzt einmal. Wenn mir dann hinterher einfällt, naja, eigentlich wäre es doch fein, noch eine zweite Frage dazu zu nehmen, klicke ich einfach auf Frage hinzufügen. Ich könnte dann für meine Schülerinnen und Schüler noch ein Feedback geben, nachdem es hier aber bei dieser Aktivität, ich mache ein interaktives Video, nur darum geht, um sicherzustellen, dass meine Schülerinnen und Schüler eh gut aufgepasst haben oder alles richtig verstanden haben, verzichte ich jetzt auf das. Ja? Interessant sind hier noch die Verhaltenseinstellungen. Nämlich, das lasse ich immer so eingestellt, wie es ist, dass man automatisch weitergeht. Und zwar bei den richtigen Antworten nach 2000 Millisekunden, sagen wir bei den falschen Antworten auch 2000 Millisekunden. Man kann Soundeffekte dazu schalten oder auch nicht. Ich tue das eher nicht. Und jetzt haben wir dann den Wiederholen-Button. Wenn ich das angewählt habe und es ist zum Beispiel falsch, was die Schülerinnen und Schüler geantwortet haben, dann taucht dort ein Button auf, wo Sie die Möglichkeit haben, das Ganze zu wiederholen. Bei diesen interaktiven Videos möchte ich das nicht, weil ich will ja, dass Sie sich konzentrieren und aufpassen. Und Sie werden auch gleich sehen bei den nächsten Einstellungen, warum ich das abwähle. Das Gleiche ist, ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn Sie gar nicht draufkommen, sollen Sie die Möglichkeit haben, dass Sie sich die Lösung anschauen. Das möchte ich jetzt in dem Fall aber auch nicht. Also wähle ich das ab. Und jetzt zu den Reaktionen. Wenn alles richtig ist, ist es ganz einfach, dann erlaube ich den Schülerinnen und Schülern, dass sie das Video einfach fortsetzen. Ich könnte da auch eine Nachricht hineinschreiben. Gut gemacht zum Beispiel. Okay. Was passiert aber, wenn die Antworten falsch sind? Dann sage ich, okay, wenn das jetzt nicht gelungen ist, dass Sie die richtige Antwort haben, dann möchte ich, dass Sie das Video noch einmal anschauen. Das heißt, ich starte noch einmal, ich gehe noch einmal an den Anfang zurück. Jetzt darf ich natürlich dieses Kästchen nicht aktivieren. Ja? Da könnte ich als Nachricht zum Beispiel eingeben, versuch es noch einmal. So. Gut, und jetzt sagen wir, ist einmal fertig. Sie sehen da jetzt der Button ohne Beschriftung, aber Sie sehen das jetzt im Bearbeitungsmodus natürlich nicht, wie das ausschaut, wenn sich das die Schülerinnen und Schüler anschauen. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Wir speichern das Ganze einmal und lassen uns das anzeigen. Es will nicht. Oh, ich habe keinen Namen eingegeben fürs interaktive Video. Beschreiben wir, was ist H5P? Deswegen hat das jetzt nicht funktioniert. Okay. Jetzt ist es da. Sie sehen jetzt, das Video schaut so aus wie das, was ich Ihnen früher gezeigt habe. Aber Sie sehen da unten jetzt einen ganz kleinen Punkt am Beginn und hier sehen Sie da so ein Ringerle. Das heißt, hier sind interaktive Inhalte. Jetzt spielen wir es mal ab. Wir klicken hier drauf. Das Video stoppt, haben wir ja so eingestellt. Und da ist jetzt die Information, die wir vorher eingetippt haben.
Ja, so, dann sind wir fertig. Das Video läuft weiter. Leider hängt die Übertragung. Ach Gott. Noch immer? Das Quiz haben wir noch nicht gesehen. Hallo? Aber jetzt ist er sichtbar von mir, oder? Ja, versuche es noch einmal, steht da. Ja, passt. Okay. Dann passt es. Okay. Ich gehe jetzt fortgeben und gehe jetzt fortgeben. So wie ich es eingestellt habe, das Video beginnt noch vorne, weil der Schüler oder die Schülerin hat nicht aufpasst und hat die richtige Antwort gegeben. Wir kürzen das jetzt ab. Jetzt kommen wir nochmal her zu dem. So. Und jetzt klicken wir wieder drauf. Und jetzt geben wir die Antwort, die ist nämlich Starschule in Berlin. Schauen wir mal. Ja, genau. Wenn wir jetzt dort klicken, läuft das Video einfach weiter. So, jetzt Möglichkeiten, das Video mit interaktiven Inhalten zu bestücken. Jetzt wieder. Es ist sehr abgehackt momentan. Ich kann eines probieren, dass ich jetzt einfach mal ein Internet. Wir können Sie leider nicht mehr verstehen, also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Gerald? Ja? Es ist so total abgehackt, man versteht eigentlich nichts im Moment. Ach Gott. Zumindest bei mir. Ich steige mal da. Ja. Okay, da drin im Raum, okay? Ja. Host ist noch, also das Bildschirm freigeben sollte gehen. Hallo? Ach so, da kommt sie ein zweites Mal. Ist es jetzt besser? Ja, ich sehe dich jetzt zweimal, nämlich da in dem zum Co-Host nennen. Das funktioniert. Ah, doch, da ist. Geht's Bildschirm freigeben wieder? Hallo? Wir hören nichts. Ich glaube, sie versucht noch einmal einzusteigen.
Ein weiterer Versuch, Gerald. Ja, wir hören dich. Okay, ich habe jetzt einen Hotspot gemacht mit meinem Telefon. Ich hoffe, dass das jetzt besser hinhaut. Versuchen wir es bitte einfach, ja? Ja, okay. Gut, ich teile wieder meinen Bildschirm. Ja, ich hoffe, das geht noch. Ja, es geht. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. So, gut. Wir möchten weitere Aktionen hinzufügen jetzt. Das heißt, wir gehen wieder zurück auf Individual und bearbeiten dort unser Video weiter. Eine andere Aktivität, die auch ganz typisch ist für H5B, das ist jetzt zum Beispiel ein Lückentext. Ich möchte jetzt das Video mit einem Lückentext versehen. Und zwar habe ich da schon, mache ich das bei dieser Position, das war ein bisschen zu weit. So, an dieser Stelle möchte ich hier zum Beispiel einen Lückentext einfügen. Und Lückentexte sind mit H5B auch ganz einfach zu erstellen. Ich gehe hier einfach in dieser Leiste auf Fill in the Blanks. Das ist der Lückentext. Wieder das gleiche Spiel. Ich muss die Zeit eingeben. Ich möchte natürlich das Video wieder pausieren. Und Beschriftung brauchen wir keine. Den Namen können wir so lassen, wie es eingegeben ist. Und die Aufgabenbeschreibung auch, weil bei einem Lückentext tragt man natürlich die fehlenden Wörter ein. Einen Lückentext zu erstellen ist ganz einfach. Es wird hier auch in diesem gelben Feld sehr gut erklärt. Ich habe jetzt schon einen Text unter Anführungszeichen vorbereitet. Ich schreibe jetzt einfach einmal den Text, den ich haben will, H5P. Nicht nur digital, sondern auch interaktiv. Das ist mein Satz, den ich haben will. So, jetzt möchte ich, dass meine Schülerinnen und Schüler das Wort interaktiv finden. Ja? Also da möchte ich eine Lücke haben. Und das geht ganz einfach. Ich setze einfach vor das Wort interaktiv ein Sternchen und beende das Wort interaktiv auch mit einem Sternchen. Damit weiß H5B, aha, da ist eine Lücke. Jetzt ist das ein recht schwieriges Wort. Die Schüler werden sich vielleicht ein bisschen schwer tun. Ich möchte Ihnen einen Tipp geben. Dann setze ich einfach nach interaktiv einen Doppelpunkt und schreibe den Tipp hinein. Zum Beispiel anderes Wort für wechselseitig. Ja? Und dann mache ich das Sternchen. Das ist der ganze Zauber. Damit ist mein Lückentext fertig. Und auch hier kann ich wieder ein Feedback geben und die Verhaltenseinstellungen meinen Bedürfnissen anpassen. Ich möchte keine Wiederholung haben. Ich möchte auch die Lösung nicht anzeigen. Aber jetzt wird es interessant. Erlaube ich oder lege ich Wert darauf, dass alles richtig geschrieben wird? Thema ist immer Groß- und Kleinschreibung. Da muss ich sagen, da bin ich großzügig. Das deaktiviere ich. Also wenn Sie jetzt ein Wort groß schreiben, die Kinder, obwohl es klein geschrieben wird, rechne ich es trotzdem noch als richtig. Alle Lücken müssen ausgefüllt sein. Das lassen wir so. Den Rest lasse ich auch so. Was ganz wichtig ist, kleine Rechtschreibfehler akzeptieren. Das aktiviere ich auch. Das heißt, wenn es einmal passiert, dass die Kinder einen Buchstaben auslassen oder einen Buchstaben zu viel haben, dann erkennt das H5B trotzdem noch als richtig. Also wenn es darum geht, dass Fachbegriffe richtig geschrieben werden, dann aktiviere ich dieses Kästchen nicht. Also da muss es dann wirklich ganz richtig geschrieben werden. Und dann noch die Nutzereingaben. Wieder das Gleiche, wenn alles richtig ist, dann soll das Video fortgesetzt werden. Und wenn es nicht richtig ist, kann ich jetzt auch einmal sagen, okay,
Das war nicht so eine wichtige Frage. Auch wenn Sie jetzt das falsch beantwortet haben, erlaube ich Ihnen, dass das Video trotzdem fortgesetzt wird. Okay, so, nachdem wir da jetzt die Probleme gehabt haben mit dem Internet, muss ich die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Diese Aktivität, die ist jetzt mal fertig. Meine Internetverbindung ist wirklich sehr, sehr schlecht heute. Aber jetzt ist gut für uns. Ja, es dauert nur recht lange da. Okay. Okay, und dann noch eine letzte Aktivität, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Das ist eine Multiple-Choice-Aufgabe, die ich jetzt noch hinzufüge. Die machen wir hier bei 54. So. Und dann schauen wir uns das Ganze an, wie das auf Eduvisual läuft. Wieder das gleiche Spiel. Ich wähle hier oben Multiple Choice aus. Das ist jetzt schon alles bekannt. So. Wir pausieren wieder, weil sonst kriegt man Stress beim Ausfüllen. Und wir nehmen wieder einen Button. Das brauchen wir auch nicht, die Beschriftung. Das können wir auch alles so lassen beim Namen. Wir stellen jetzt die Frage. Die lautet, die tippe ich jetzt nicht, die kopiere ich einfach da von meiner Vorbereitung. So, das ist die Frage. Und jetzt kommen die Antwortmöglichkeiten. Welche Antwort ich da jetzt als erstes hinschreibe, ist egal, weil ich muss dann sowieso ankreuzen, ist das eine richtige Antwort oder eine falsche. Jetzt geben wir da mal ein interaktives Video, das ist natürlich richtig. Dann geben wir ein Chat, das ist natürlich kein Inhaltstyp von H5B. Und dann geben wir noch eine weitere hinzu, Lückentext. Das ist auch richtig. Ja, und fügen wir noch eine Option hinzu. Multiple Choice ist auch richtig. Und wieder die Verhaltenseinstellungen. Das wählen wir ab. Wichtig ist zufällige Reihenfolge der Antworten, das heißt, es wird dann einfach durchgemischt, das ist dann jedes Mal anders. Und die Lösung, wenn überhaupt, wird erst angezeigt, wenn eine Antwort eingegeben wurde. Okay, und dann bei den Reaktionen lassen wir auch, wenn es richtig ist, wird es fortgesetzt. Wenn es falsch ist, wenn es falsch ist, springen wir noch einmal zurück zu, ich glaube, bei 0,33 war die letzte Aktion oder gehen wir da auf 0,34. So, fertig. Und jetzt schauen wir uns die letzten zwei Aktivitäten, die wir jetzt hinzugefügt haben, noch einmal an. Es dauert. Okay. Ja, die Meldung kommt, weil wir natürlich was geändert haben. Die ersten zwei haben wir ja schon erledigt. Die ersten zwei. Wir starten da jetzt einfach mal hier, damit es schneller geht. Sie sehen wieder dieser Button. So. Und jetzt mache ich ganz bewusst, mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Und Sie sehen, wenn ich hier auf den Tipp klicke, dann kommt dieser Hinweis. Und dann weiß ich, ah ja, das war interaktiv. Und ich mache jetzt bewusst einen kleinen Rechtschreibfehler, um Ihnen das zu zeigen. Ich habe das A vergessen. Und jetzt schauen wir mal, ob H5B das trotzdem akzeptiert. Ja, wie Sie sehen, ein kleiner Rechtschreibfehler wird akzeptiert. Ich gehe jetzt weiter. Ich beschleunige das Ganze ein bisschen. Und jetzt sind wir da bei den Multiple Choice. Ja? Ich nehme jetzt einmal nur die zwei und lasse es überprüfen. Oje, schaut nicht wirklich gut aus. Wenn ich jetzt auf Fortfahren klicke, sehen Sie,
kommt das Ganze noch einmal. Ich beschleunige das jetzt wieder. Jetzt probieren wir es noch einmal. Und jetzt machen wir es richtig. Und dann kann ich fortfahren. Und so weiter. Also eigentlich, damit kann ich so ein Video interaktiv gestalten. Ich mache das eben auch immer, um zu schauen, ob die Schüler da wirklich mitdenken und sich nicht einfach berieseln lassen. Jetzt ist es natürlich für mich auch interessant, ob die Schülerinnen und Schüler das wirklich gemacht haben. Und dazu gehe ich jetzt vor zum Ende des Videos. So ein bisschen zu weit. So. Jetzt ist er überfordert. Ja, genau. Und da taucht dann dieses Fenster auf. Den Schülerinnen und Schülern muss man dann sagen, unbedingt auf Antworten absenden klicken. Und zwar deswegen, das zeige ich Ihnen jetzt. Wenn ich jetzt zurückgehe in den Kurs und dann auf Bewertungen gehe, das ist nämlich das Schöne bei Eduvidual, dann sehe ich hier die Aktivität, was ist H5B? Und wenn ich die anklicke, dann sehen Sie, jetzt bin ich natürlich die einzige Teilnehmerin, die es gemacht hat, dann kann ich mir einen Bericht anzeigen lassen. Und wenn ich da auf den Bericht draufklicke, dann sehe ich genau, was meine Schülerinnen und Schüler gemacht haben, ob sie da die Fragen beantwortet haben, ob sie es richtig beantwortet haben, beziehungsweise so wie hier mit dem kleinen Rechtschreibfehler. Ich sehe sofort, was war das Problem. Ja, also ich habe einen schönen Überblick, was meine Schülerinnen und Schüler tun. Gehen wir nochmal zurück zu unserem interaktiven Video. Sie sehen jetzt, das war das Video, das ich verwendet habe. Das habe ich Ihnen am Beginn gezeigt. Hier diese Aktivität ist das Video, das ich jetzt also quasi interaktiv gemacht habe. Und jetzt möchte ich, dass dieses interaktive Video genauso erscheint wie hier das Originalvideo. Und das geht eigentlich mit einem ganz einfachen Trick. Ich lege eine neue Aktivität an und wähle jetzt die Aktivität Textfeld aus. Und in das Textfeld schreibe ich jetzt eine geschwungene Klammer, dann H5P, Doppelpunkt, und dann den Titel meines interaktiven Videos und wieder eine geschwungene Klammer. Das ist alles, was ich tun muss. Dann klicke ich auf Speichern. Und voilà, ich habe da einen Fehler irgendwo eingebaut. Das Video sollte jetzt nämlich eingebettet sein. Was ist H5B? Was habe ich da für einen Fehler gemacht? Das ist jetzt sehr interessant. Ich weiß nicht, da oben ist er, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ist da oben ist ein H5B-Button? Muss man mit dem irgendwas machen? Nein, der ist es nicht. Es sollte hier so eingebettet sein. Oder er hat es nicht genommen, weil ich es kopiert habe. Das ist ganz komisch. So, ich probiere es jetzt noch einmal. Ich habe es nämlich extra vorher noch mal durchprobiert. Das ist nämlich ganz eine neue Möglichkeit, das einzubetten. So. Na, sehr absurd.
Ja. Das darf hier nicht voll sein. Jetzt, ach, jetzt hat es funktioniert. Okay. Also mit diesem Befehl kann man dann das Video einbetten. Ich habe jetzt zum Beispiel in der vierten Klasse Musikgeschichte die Klassik gemacht, habe auf Video ganz ein tolles Lehrvideo, auf YouTube ein ganz tolles Lehrvideo entdeckt und habe das dann interaktiv gestaltet als Einstieg in das Thema. Und da habe ich dann dieses interaktive Video wirklich als Einstieg in das Thema in den Individual-Kurs ganz prominent an erste Stelle gesetzt. Ja. Okay, soweit jetzt einmal ein ganz kurzer Überblick, was H5B ist. Gibt es Fragen? Mir ist das jetzt mit dem Einbetten noch nicht ganz klar. Muss da das Video oben auch drinnen sein? Oder nein, nein. Oder wo muss man das hingeben, damit man es dann einbetten kann? Wo man kann das einbetten, wo immer man das will. Wenn aber ich zum Beispiel... Aber ich es muss irgendwo drinnen sein, im Individual, oder? Na, ich habe ja die Aktivität, so, das ist meine Aktivität, was ist H5B? Das ist die H5B-Aktivität. Wenn ich die anklicke, dann erscheint das Video in einem eigenen Fenster. Okay, jetzt verstehe ich. Danke, danke. Und wenn ich aber möchte, dass ich das gar nicht anklicken muss, sondern gleich so in meinem Kurs drinnen erscheint, dann bette ich das Ganze in ein Textfeld ein. Ich mache das dann so, dass ich das dann für meine Schüler verberge. Und dann sehen das meine Schülerinnen und Schüler nämlich so. Ich steige jetzt mal in die Rolle einer Lernenden. Achso, haha, na. Das war jetzt wieder ein Denkfehler von mir. Ich darf das nicht verbergen, sondern jetzt muss ich wieder Bearbeiten einschalten. Ich darf das nicht verbergen, sondern ich muss da in die Einstellungen gehen und dann sage ich, so, für verfügbar, aber auf der Kursseite verborgen, so muss es sein. Ach, das dauert. So, und jetzt wechsle ich einmal meine Rolle. So, so sehen es die Schülerinnen und Schüler. So, die sehen nachher nur dieses Video, ganz prominent. Diese H5B-Aktivität sehen sie dann gar nicht. Das heißt, die kommen auch gar nicht in Versuchung drauf zu klicken, sondern die sehen dann gleich das Video. Das schaut dann einfach besser aus. Okay. Danke. Gibt es noch weitere Fragen von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Ja, vielleicht noch ein Hinweis, das ZLM, also das Zentrum für Lernmanagement, das ja sich um Individual quasi kümmert und Individual am Laufenden hält, macht jeden Donnerstag Webinare zu den unterschiedlichen Themen. Und diese werden auf YouTube auch dann hochgeladen. Da kann man das auch nachschauen. Zum Beispiel auch über die ersten Schritte mit H5B, beziehungsweise es hat ein Webinar gegeben mit weiteren Schritten mit H5B. Die sind dann auf YouTube auch zu finden, wenn sich da jemand noch reinarbeiten möchte. Mir fällt noch eine Frage ein jetzt zu den, zu den Videos. Die Schüler können dann aber schon weiterspringen im Video, auch wenn man da einen Breakpoint gesetzt hat.
Oder kann man das verhindern, dass die da sozusagen das Quiz unbedingt machen müssen, damit sie das Video weitersehen können? Wenn ich möchte, also so wie ich das jetzt gemacht habe, können Sie das Video nur weiter anschauen, wenn Sie die Fragen richtig beantwortet haben. Wenn ich aber bei den Einstellungen, ich gehe da jetzt nochmal rauf. So, gehen wir nochmal daher. Ja. So, gehen wir da gleich einmal zu der Aktivität her. Die möchte ich noch einmal bearbeiten. Ich kann da unten bei den Reaktionen auf die Nutzereingaben, wenn Sie es nicht gemacht haben, also nicht richtig gemacht haben, kann ich Ihnen trotzdem erlauben, dass Sie das Video fortsetzen. Dann muss ich dieses Kästchen aktivieren. Wenn ich dieses Kästchen aktiviere, können Sie das Video auch weiterschauen, ohne dass Sie es richtig beantwortet haben. Das ist immer die Frage, was ich will. Ja. Nein, es hat nur für mich in der Demonstration der Schülerseite so ausgesehen, als würden Sie ohnehin weiterspringen können, auch wenn Ach Sie so, gefallen. Okay, ja. So wie ich es jetzt eingestellt habe, können Sie nur weitergehen, wenn Sie es richtig beantwortet haben. Okay, danke. Im Chat sehe ich auch keine Fragen. Gibt es noch Fragen? Bitte einfach Mikro freischalten und die Frage stellen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, weil da bin ich auch oft gefragt worden, naja, Multiple Choice, Single Choice, das habe ich ja auf Eduvidual sowieso, wieso brauche ich H5B? Es ist immer die Frage, wozu verwende ich es? Diese H5B-Aktivitäten zum Beispiel verwende ich, wenn ich einfach möchte, dass sich die Schülerinnen und Schüler einmal mit einem Thema auseinandersetzen und sich wirklich darauf konzentrieren. Wenn ich die Multiple-Choice-Lückentext auf Eduvidual verwende, die verwende ich, wenn ich einen Test mache. Ja, wo es mal wichtig ist, dass ich schaue, wie viele Punkte haben Sie erreicht. Gibt es da eine Möglichkeit, diese Fragen sozusagen vom normalen Eduvidual-Fragenkatalog zu importieren? Nein, importieren nicht. Das geht leider nicht. Zumindest ich habe es noch nicht entdeckt. Okay. Also da müsste man mit Copy and Paste. Ja, weil ich gebe oft dieselben Fragen gerne in unterschiedlichen Formaten und da habe ich immer das Problem, genau. Ich muss immer Copy-Paste ja. Und ja. Manchmal Fahrt. Und da habe ich gedacht, ja. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit. Nein, ich habe bis jetzt noch keinen entdeckt, leider. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel nur Multiple Choice mache mit H5B, das geht ja auch. Ja. Ja. Dann kann ich diese Multiple Choice Fragen, kann ich speichern. Ich werde das vielleicht nochmal ganz kurz herzeigen. So, jetzt muss ich da schauen. So, und zwar aktiviere ich dann einfach in dieser H5B-Aktivität die Taste herunterladen. Und wenn ich dann, das ist jetzt egal, ob das ein interaktives Video ist oder ob das ein Multiple Choice ist oder, also der tut schon wieder, oder ein Lückentext, irgendeine H5B-Aktivität, dann sieht man hier da unten wiederverwenden. Und wenn man da draufklickt, dann kann man das alles speichern. Ja? Ich mache das jetzt einmal. Das heißt, ich kann speichern und dann in einem anderen Kurs verwenden. Genau. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel hier eine neue Aktivität, eine neue H5B-Aktivität machen möchte, dann kann ich sagen, hochladen. Und jetzt nehme ich da das Set, das ich schon gespeichert habe.
und lade es hier hoch. So, damit ich schneller habe. Dann benutzen. Ich meine, jetzt ist es wieder das interaktive Video. Auf die Schnelle habe ich jetzt nichts Besseres gehabt. Also dann brauche ich das nicht neu erstellen. Ja. Das ist das Einzige, wo ich mir ein bisschen Zeit sparen kann. Ja. Also wenn ich mir da mal so H5B Multiple Choice oder Lückentext Aktivitäten angelegt habe, das kann ich dann schon sehr oft verwenden. Ja, gut. Aber dass ich zum Beispiel den Ressourcenkatalog von, die Fragen aus dem Ressourcenkatalog von Eduvisual verwende und direkt dort importiere, das geht meines Wissens noch nicht. Ja, das haben alle Quizzes. Ja. Man macht die Quizzes immer fünfmal. Aber das könnte man ja mal dem Robert Schrenk sagen, weil es gibt eben einen Osterhasen und einen Weihnachtsmann, vielleicht so, schaffen ja. Sie die Möglichkeit noch. Ja. Werden wir unterbreiten. Ja. Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Ja, gerne. Ich weiß nicht, falls es noch Fragen gibt, bitte gerne noch melden. Sonst würde ich hier die Session beenden. Wünsche allen, jetzt hätte ich bald gesagt, ein schönes Wochenende, aber wir sind ja noch am Wochenanfang. Eine schöne Unterrichtswoche, eine restliche. Mit vielen negativen Testerlebnissen und positiven Stunden. Das ist super. Okay, wünsche auch allen noch einen schönen Tag. Schönen Nachmittag.